In diesem Video geht es um das beste Center-Bild auf der Current Gen in NBA 2K23. Der Anfang hier ist alles egal, bis auf die Position, da wollt ihr natürlich Center. Als Größe geht ihr 6'9" und als Spannweite 7'7", weil dann habt ihr hier 99er Rebound und auch bei der Defense habt ihr überall praktisch 99, obwohl ihr nur 6'9" groß seid. Also es ist wirklich overpowered. Bei der beim Gewicht geht ihr auf 226, damit ihr eine 86er Stärke habt, die wirklich super wichtig ist. Als erstes der Nahdistanzwurf auf eine 84. Ja, da können wir wieder bei der Mitteldistanz runtergehen. Korbleger aus der Bewegung auf eine 80 ist wieder so ein Sweet Spot. Drunter würde ich da nicht gehen. Dunk aus der Bewegung auf eine 84, damit ihr die Contact Dunks kriegt. Und Dunk aus dem Stand auf eine 95 hoch. Dann, wir machen jetzt halt erstmal ein Bild ohne Wurf, mehr so das Rack-Bild. Ich zeige euch da auch noch oder sag euch, wie ihr es mit Werfen machen könnt. Passgenauigkeit hoch auf eine 86, dann kriegt ihr nämlich Hall of Fame Fastbreak-Einleiter. Defense in der Zone auf eine 89 hoch. Dann blocken auf eine 99 und Defensiv Rebound auch auf eine 99, weil dann seid ihr im Rebounding und im Blocken viel besser als alle anderen, weil niemand macht die hoch auf 99. Wenn ihr jetzt halt mehr das Shooting-Bild haben wollt, dann ihr verliert da schon viele Attribute, dann geht ihr runter auf so 93 oder so bei den beiden Attributen und dann solltet ihr den Wurf auch upgraden können. Das wäre dann mehr so das Park-Bild. Offensiv Rebound auf eine 94. Dann noch ein bisschen Perimeter Defense und Stealen upgraden, so dass ihr 31 Defense Plaketten kriegt. Ja, dann so 78 Perimeter Defense, 76er Steal, wie ihr möchtet. Dann unten auf jeden Fall vertikal wollen wir auf eine 80 und die Stärke natürlich auf die wichtigen 86. Ausdauer auch mal hoch, dass ihr da so mal so eine 80 mindestens habt und dann noch die Schnelligkeit hoch und den Rest noch auf euren Freiwurf. Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen runter bei der Schnelligkeit, weil ihr solltet einen Freiwurf noch haben. 65er Freiwurf ist okay und dann Ausdauer, Beschleunigung, dann habt ihr so das Bild dann fertig. 20 Finishing-Plaketten, 11 Playmaking-Plaketten und 31 Defense-Plaketten. Wenn ihr noch zusätzliche Plakettenpunkte kriegt, würde ich die immer dann auf die Playmaking-Plaketten tun. Kommen wir zu den Takeovern und da gibt's nur zwei Dinge, die Sinn machen. Glasputzer und Korbbeschützer. Bei den Finishing-Plaketten wollt ihr auf jeden Fall hoch hinaus Gold, Posterizer Silber, Posterizer Bronze, Ripple auch erstmal Bronze, schauen wir dann. Schnelles Zucken Gold, Luftmagier würde ich auch Bronze machen, vor allem wenn ihr L-Ups häufig finisht. Dann noch Masher könnt ihr noch upgraden. Und dann noch Slithery Bronze, grenzenloser Absprung Bronze, die sind halt so super billig. Und dann das letzte noch auf furchtloser Finisher Bronze. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr zieht mit dem Bild viel mehr noch von außen zum Korb, wobei das mit Tempo, mit Ball eher unwahrscheinlich ist, könnt ihr noch ein bisschen höher dieses grenzenloser Absprung, furchtloser Finisher und wendiger Finisher upgraden, wenn ihr wollt. Wurfplaketten haben wir ja keine. Dann die Playmaking-Plaketten. Und da wollen wir auf jeden Fall Fastbreak-Einleiter, Hall of Fame, vor allem wenn ihr im Rack seid, ist das super overpowered. Wenn ihr jetzt halt aber mehr ein Parkbild habt, dann könnt ihr es vernachlässigen. Ich mache es jetzt erstmal fürs Rack. Fastbreak-Einleiter, Hall of Fame, Passgeber-Bronze, Erlöser-Bronze, ja, Passgeber-Silber, dann seid ihr fertig. Wenn ihr es jetzt halt mehr parkmäßig macht, dann runter von Fastbreak-Einleiter, runter vom Passgeber, Erlöser Bronze lassen. Passgeber, dann würde ich Passgeber Gold vielleicht machen und Post Playmaker auch Gold und das letzte noch vielleicht auf Millimeter genau. Bei den Defense-Plaketten auf jeden Fall Rebound Jäger Hall of Fame und Anker Hall of Fame. Wir haben uns ja schon den 99er Block und den 99er Rebound erarbeitet und da nutzen wir das jetzt hier auch aus. Balljäger Gold,
Ziegelwandgold, Gefahrgold und den Rest noch auf Ausblockbeast-Gold und dann noch eins auf Klette, dass ihr so ein bisschen Perimeterverteidigung noch habt. Jetzt ist es natürlich wichtig, dieses Bild abzugraden und dafür braucht man VC. Einfache Tipps und Tricks, mit denen man schnell viele VC verdient, findest du im Video links oben. Schau dir es gerne an und bis zum nächsten Mal.